is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein goldener Morgen kommt, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und läuft bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Während die ganze Welt in Finsternis gehüllt ist, wird es in jeder Wohnung der Heiligen hell sein. Sie werden den ersten Lichtschimmer seiner Wiederkunft erhaschen. Bald erscheint im Osten eine kleine schwarze Wolke, vielleicht halb so groß wie eines Menschen Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die auf die Entfernung so aussieht, als wäre sie in Dunkel gehüllt. Das Volk Gottes weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In feierlichem Schweigen blicken sie gespannt dorthin, während sie der Erde immer näher kommt, dabei heller und herrlicher wird, bis es eine große weiße Wolke geworden ist. Unten glänzt sie wie ein verzehrendes Feuer, und oben ist der Regenbogen des Bundes. Jesus reitet als mächtiger Eroberer allen voran. Nicht mehr ein Mann der Schmerzen, der kommt, um den bitteren Kelch der Schande und der Schmerzen zu trinken. Er kommt nun als Sieger im Himmel und auf Erden, um die Lebenden und die Toten zu richten. Treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und das Heer des Himmels folgt ihm. Eine unzählbare Schar von heiligen Engeln begleitet ihn auf dem Weg mit Gesängen und himmlischen Melodien auf den Lippen. Das Firmament scheint mit strahlenden Gestalten erfüllt zu sein. 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal Tausende. Keine menschliche Feder kann die Szene schildern. Kein sterblicher Verstand ist fähig, diese Pracht zu erfassen. Seines Lobes war der Himmel voll. Und seiner Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht. Strahlen gingen aus von seinen Händen. Während diese lebendige Wolke immer näher kommt, sieht jedes Auge den Lebensfürsten. Keine Dornenkrone entstellt jetzt das heilige Haupt. Ein herrliches Diadem ruht auf seiner hehren Stirn. Sein Antlitz strahlt heller als die blendende Helle der Mittagssonne und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Mit hoch erhobenem Kopf, von hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit beschienen, mit Jubel, weil ihre Erlösung naht, gehen sie, die lebenden Heiligen, hin, um dem Bräutigam zu begegnen und sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. The Lord is coming. Are you ready?